Servus und willkommen hier auf dem Kanal von Ice Tutorials. Hier ist natürlich wieder euer Ice und ich möchte euch wieder begrüßen zu einem, nicht Info, sondern zu einem weiteren Tutorial. Wir kommen zu dem letzten Teil, zu PHP MyAdmin, zu der Administration. Das heißt, das wird der letzte Teil sein. Heute werden wir auch ja, ein eigenes Style noch installieren, das werde ich euch gleich noch alles zeigen. Alle Links natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Gut, wir sind natürlich jetzt hier in der Administration, in der Berechtigung. Der letzte Teil war ja hier Benutzer und Gruppen. Ja, hier oben bzw. auf der rechten Seite wird die Installation Teil 1 und Teil 2 angezeigt. Ja, und ja, fangen wir einfach an in die Berechtigung. Wir fangen wieder an von oben nach unten, gehen in die Benutzerrechte und geben nach Bedarf natürlich einen Nicknamen ein oder auf den Suchbutton. Und da haben wir dann zum Beispiel den, ja, hier den Benutzer, Ice76, Rolle volle Funktionalität. Ja, die könnte man natürlich jetzt hier einschränken. Ich könnte mich natürlich jetzt hier als Standard oder, ja, oder auf eine andere Klasse. Macht natürlich so nicht Sinn, weil ihr euch denn als Administrator aussperren tut. Oder heißt es wirklich nur neu installieren? Oder ja, wer sich ein bisschen in Datenbanken auskennt, kann das ein bisschen umwandeln, dass man wieder zum Administrator wird. Aber das ist jetzt hier nicht Sinn der Sache dieses Videos. Gut, wir können aber nochmal auf weitere Berechtigung und da sehen wir, ja, welche Berechtigung diese Gruppe hat. An den Beitrag, an den Profil, an diverse Sachen, zum Beispiel Online-Status verbergen, private Nachrichtenfunktionen, das wird dann hier alles eingestellt. Das kann man dann hier manuell nach Bedarf natürlich umstellen und dann anwenden. Und dann hat man denjenigen ja, auf die Rechte eingestellt. Das gleiche ist natürlich für die Gruppen. Ja, die Gruppen haben wir natürlich hier, Administrator. Klicken wir drauf. Erweiterte Einstellung, volle Rechte, ist natürlich klar. Wir können natürlich aber auch mal in die Moderatoren reingehen. Oder nein, wir gehen mal nicht in die Moderatoren, wir gehen mal in die ja, registrierten Benutzer. Gehen bei erweiterte Einstellung, Beiträge, volle Rechte, kann Daten erstellen. Oder Datenlänge erstellen. Das heißt, wenn ihr natürlich sagt, zum Beispiel für den Neuregistrierten, dass das nicht möglich sein soll, dann einfach hier auf Nein stellen und dann anwenden und dann darf der wirklich der nicht und erst ab 5 Kommentare, glaube ich, war das, glaube ich, in der allgemeinen Einstellung oder Beiträge war das, glaube ich, erst dann ist er jetzt normal registrierter und dann kann man geht er automatisch in die registrierte Klasse oder Rolle und dann kann er zum Beispiel die Datenlänge einstellen. Gut, gucken wir hier mal Profil, kann Avatar ändern, sollte natürlich, kann E-Mails Adressen ändern, sollte natürlich auch, kann Hauptgruppe ändern, das darf er natürlich nein, weil das darf immer nur noch der Administrator, kann Benutzernamen ändern, würde ich auch mal auf nein. Weil sonst erstellen sie sich, ja, was ich tagtäglich einen anderen Benutzer und dann kommt der Administrator dann irgendwann nicht mehr, wer ist. Darum am besten ja, denjenigen mal per Administrator anschreiben, dass der den Benutzernamen ändert oder nicht. Kann Passwort ändern, sollte natürlich, kann Profile des Mitglieds und wer ist online sehen. Das sollte er natürlich auch. Unter diverse Einstellungen darf der natürlich keine Wartezeit übergehen. Und kann auch unsichtbare Benutzer online sehen. Das sollte er natürlich auch nicht. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel verberge, sollte, sage ich mal, der registriert das nicht sehen, aber der Administrator dürfte das sehen. Das gleiche mit privaten Nachrichten darf er zum Beispiel, kann Flash-BB-Codes nicht verwenden. Ja, ein großes Manko, sowieso BB-Codes in Flash, ja. Viele wissen, in Flash kann man Viren generieren lassen. Das heißt, nur das Anschauen ja, reicht schon aus, um ein Virus auf das System zu bringen. Ja, kann
kann private Nachrichten weiterleiten, das darf der natürlich auch nicht. Ich sage aber, könnte er eigentlich schon, also kann man ruhig einstellen. Sage ich mal, da ist eigentlich nichts Schlimmes dran. Gut, Administratoren. Gucken wir mal hier rein. Berechtigung ändern. Eigentlich hier das gleiche Gedöns. Fast unter den Rechten Administrator kann allgemeine Administratorenberechtigung ändern. Nein. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Der einzigste Administrator, der das ändern dürfte, darf derjenige, der das Board aufgemacht hat, in dem Sinne der Gründer. Der darf das ruhig machen, obwohl hier jetzt zum Beispiel der darf das nicht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen anderen User zum Administrator macht, dann wäre es ja eigentlich möglich, der Administrator euch runterzustufen und das verhindert, dass er das nicht machen darf. Kann Rollen verwalten, darf er natürlich auch nicht, das darf nur der Super-Admin. Und kann andere Berechtigungen testen? Nein, auch nicht. Aus Sicherheitsgründen sollte er natürlich nicht. Dann haben wir hier noch abgeschaltet. Also da, ich gehe jetzt nicht alle jetzt ein, sonst sprengt das Video so 40 Minuten Video. Einfach hier so ein bisschen durchschauen, was so die Prüfung ist und das denn nach Bedarf natürlich einstellen. Der globale Moderator. Können wir auch hier nochmal ganz schnell mal reingucken. Berechtigung. Dürfte eigentlich alles. Ja, einfach mal nachschauen. Forenrechte. Gucken wir mal. Allgemeines. Absenden. Gut. Stehen die Gruppen, wer was machen darf. Auch alles okay. Moderatoren rollen. Das sind die Standardmoderatoren, einfacher Moderator, umfassender Moderator und Warteschlangenmoderator. Einfach hier mal in die Funktion reingehen und dann sieht man, was die einzelnen Moderatoren dürfen und nicht dürfen. Forenrollen, kein Zugang, nur Lesezugriff und da kann man jetzt zum Beispiel mal gucken hier bei Bots in Spider-Zugang. Klicken wir mal rein und da sieht man, was diese Rollen oder diese Gruppe darf. Das sehen wir natürlich hier unten. Das sieht man hier und das kann man nach Bedarf natürlich ändern. Würde ich aber nicht machen. Hier Umfragen zum Beispiel. Dürfte natürlich kein Bot machen. Ist natürlich kann an Umfragen teilnehmen. Natürlich auch nicht. Kann Abstimmung ändern. Sollte er natürlich auch nicht, weil er ist ja nur ein Bot. Er soll ja nur auslesen. Gut, effektive Berechtigung, Administratorenberechtigung anzeigen. Ja, dann zeig mal an. Schauen wir mal ganz kurz hier rein, nur jetzt bei den Administrator. Hier kann man natürlich jetzt nichts einsehen, sondern hier kann man sich das nur grafisch nochmal anschauen, was der darf und was der nicht darf. Ja, das gleiche ist natürlich. Was haben wir jetzt? Benutzerrechte anzeigen. Nehmen wir mal hier den registrierten Benutzer. Ja, auch wieder hier alles grafisch nur dargestellt. Einfach mal so ein bisschen durchschauen. Das gleiche mit den Moderatoren. Moderatoren anzeigen, Forumberechtigung anzeigen. Schauen wir auch mal ganz kurz da. Können wir ruhig hier mal das Allgemeines nehmen. Und da sieht man es auch, ja, wird nur alles grafisch angezeigt. Gut, weiter geht's. Styles. Ja, standardmäßig werden zwei Styles mitgeliefert. Eins ist aktiv, eins ist nicht aktiv. Pro Silver ist grundsätzlich immer mit installiert und auch gleich aktiviert, damit wir natürlich hier ein Design schon drauf haben. Es wird auch immer eins mitgeliefert und das ist das Sub-Silver 2 oder Sub-Silver 2. Das lassen wir hier einmal installieren. So, und dann kann man natürlich sagen, soll es aktiv sein? Ja oder nein? Das heißt, wenn es aktiv ist, kann der einzelne Benutzer in seinen Einstellungen, das heißt, habe ich meine Einstellung hier überhaupt? Ja, die fragen mich jetzt natürlich hier Sachen.
Moderatorenbereich. Cool. Ich weiß echt jetzt nicht. Jetzt habe ich echt hier einen Punkt erwischt. Beziehungsweise habt ihr mich erwischt. Ich gehe mal hier direkt mal auf das Profil drauf. Locken uns mal darauf auf. Aber wo kann ich denn? Ach da, persönlicher Bereich heißt es. Okay, persönlicher Bereich. Und hier haben wir ja Profile, Einstellungen, Benutzer. Und da steht das auf jeden Fall drin, dass man das Design ändern kann. Aber wir können natürlich auch als Standard Style festlegen. Klick mal drauf, gehen auf Absenden. So, erfolgreich hinzugefügt. Und wenn wir jetzt hier einmal die Seite aktualisieren, dann haben wir das Subsilver to, ja, ist so ein bisschen gräulich hinterlegt, das Subsilver to installiert. Gut, natürlich fragt ihr euch, ja, ich würde aber auch gerne mal ein anderes Design. Kein Problem, Link dazu in der Videobeschreibung kommen wir nach www.phpbb3styles.net. Ich bin jetzt hier auf der Hauptseite und unter Styles Database habe ich mal einen Tab aufgemacht. Findet ihr jede Menge Designs, die man so hier findet. Gehen, glaube ich, um die 5 Seiten. Ja, sind 5 Seiten. Das heißt, ihr guckt euch erstmal ein Design an. Das muss von der Farbe erstmal, ist erstmal uninteressant, weil das können wir auch alles abändern. Das zeige ich euch jetzt. Das heißt, ich nehme jetzt hier das Added Tech. Da gehe ich jetzt einfach mal drauf. Und wenn er mal ein bisschen schneller ist, ja, gut. Sind wir hier drauf. Wichtig ist natürlich, für welche Version? 3.12 ist die Version, die wir nutzen. Und dann die Sprachen. Da muss ist wichtig DE oder GR. GER, sorry, für German oder DE für Deutsch. Ja, und dann sagen wir zum Beispiel, ja, das sieht ja schon nicht schlecht aus, aber wie wäre es denn mal mit der anderen Farbe? Kein Problem. Darum sagen wir Color echt Color Zeit verfärben. Klicken wir einmal drauf. Und dann können wir nach Adam Riese, wenn es klappen sollte, können wir das Design farblich umgestalten. So, das heißt, wir haben jetzt hier zwei Farbcodes. Je nach Design können das natürlich mehrere Farbcodes. Das heißt, wir haben ja einfach diesen blauen und einmal gelb. Hier sehen wir es, ist einmal blau und einmal gelb. Und wenn ich jetzt hier mit diesem Regler mal so ein bisschen hin und her scrolle, seht ihr, wie wir das hier ein bisschen farblich abändern können. Ich mache jetzt mal. Ja, was nehmen wir denn mal? Ja, das ist ja doch schon mehr für Frauen. Obwohl, es ist ja nur ein Demo, komm. Nehmen wir mal eine so schöne Farbe. Und die Schrift, die wollen wir natürlich auch ein bisschen fröhlich machen. Das heißt, das sieht ja fast gleich aus. Machen wir so ein grünliches. Ja, so ein kleines Mintgrün. Dann können wir natürlich hier nochmal unseren Namen. Zum Beispiel Style Directory nenne ich mal Ice 1976 und das Style heißt denn Ice-Tutorials 1 Styles. Gut, und dann können wir sagen, wir möchten das uns jetzt gerne runterladen. In File, das weiß ich gar nicht, hier Copy, na, na, na. Nö, die können wir uns ruhig so abspeichern.
Okay, der Style-Name, gut, dann müssen wir wahrscheinlich Minus reinsetzen, weil dann dürfen wohl keine Leerzeichen drin sein. Klicken wir nochmal drauf. Okay. Dann nenne ich das Ding einfach nur Eistertor jetzt. Vielleicht klappt es dann mit den Nachbarn. Oder muss der denn gleich sein? Eis 1976. Okay. Gut. Muss also wie der Dirk die Namen sein, auch der Style-Namen sein. Gut, wird jetzt ein kleines bisschen dauern. So, dann können wir uns das Klick hier auch runterladen. So, das wird jetzt ein kleines bisschen dauern. Geht aber eigentlich recht zügig. Dann können wir hier das Fenster schließen. So, jetzt haben wir es installiert, beziehungsweise nicht installiert, sondern runtergeladen. Ich schiebe mir das jetzt erstmal in einen Ordner. Extra für meine. So, und dann sage ich Rechtsklick, entpacken nach AS 1976. Dann muss das nämlich erstmal entpackt sein oder werden, nicht sein. Dann gehen wir bitte einmal per FTP auf euren Server. Also ich gehe auf meinen Server, ihr auf euren. Und ich sage dann einmal den Ordner Styles. Da gehen wir rein. Und da haben wir ja das Pro Silver und das Sub Silver 2. Das haben wir hier schon drin. Und auch dort muss es denn rein. Das heißt, wir gehen einmal ganz kurz rein. AS 1976. Und hier haben wir ja, unser Design. Und das laden wir uns einfach per FTP einfach hier erstmal rein. So, und wenn das Design oben hochgeladen ist, dann können wir eigentlich wieder zurückgehen. Klicken hier nochmal auf Styles. So, dann haben wir hier nicht installierte Styles. AS 1976, gut, hier steht noch Copyright, bla bla bla. Ist uns aber jetzt hier Jacke wie Hose. Sagen auf Installieren. Dann sagen wir auch als jetzt als Standard festlegen. Den gehen wir auf Absenden. Können schon mal zurückgehen. Und dann werden wir auch hier einmal die Seite mal reloaden. Ja, und wir sehen, wir haben nun das Design. Ja, und wie man sieht, ist natürlich jetzt das Design in einem schönen Rosa. Sehr super. Wie man hier sieht, auch die Funktion funktioniert eigentlich alles. Das heißt, hier unten ist eigentlich alles tutti. Ja, hier hat man natürlich nochmal, kann man den, ja, das ist ja hier dieser Header, den kann man natürlich abändern. Werde ich jetzt hier aber nicht noch weiter eingehen, weil wir haben ja noch ein bisschen, was ich euch noch zeigen möchte. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, wie man hier zum Beispiel in einem anderen Design, ist es egal welches Design, die Funktionen sind fast gleich, wie man dort den Header ein bisschen abändern kann oder möchte, einfach bitte mal in die Kommentare schreiben, dann werde ich dazu ein extra Video machen. Ja, dann habe ich auch mal wieder ein Video, wo ich mein Adobe mal vorstellen kann oder mit GIMP. Da wird vielleicht meine Tochter eher schon der Profi sein. Sie ist eher der GIMP. Ich bin so der Adobe. Gut, gehen wir weiter. Gibt es Templates? Hier kann man die Templates ändern.
gucken wir mal. Hier hat man dann die einzelnen HTML-Dateien. Templates sind grundsätzlich HTML-Dateien. Und die anderen sind eigentlich PHP. Darum heißt es ja auch hier PHP. Gut, das sind CSS-Dateien, das sind dann die sogenannten Style-Sheets-Dateien. Aber ich sehe jetzt hier nirgends PHP-Dateien. Nee. Okay, das Design besteht also nur aus Templates-Dateien. Okay, das heißt, wir können uns mal hier die erste Datei mal anschauen. Oder hier zum Beispiel die Login. Können wir uns eigentlich. Ja. Dann haben wir hier den Quelltext. Text von der Login. Ach ne, nicht Login. Wollte ich doch eigentlich, ne? Warum macht er das nicht? Ach, ist keine HTML-Datei. Okay. Ja, kann man zum Beispiel MessageTrack, Jukebox, Index. Gibt es hier nicht vielleicht den Folder? Wer ist online? Also hier gibt es jede Menge, aber der Fruder gibt es hier nicht. Ne, Forumlist. Ne, gibt es nicht. Capture Default, Login. Ach da, Login. Login Forum ist es, glaube ich, sein. Und dann sieht man hier den Quelltext und den könnte man, ja, wer ein bisschen PHP bzw. HTML kennt, kann das nach Bedarf natürlich umbenennen, wer das möchte, aber sicherheitshalber immer Sicherheitskopien dazu machen. Gut, Themes hatten wir eben auch schon, werden nochmal aufgelistet, kann man hier nach Bedarf ändern, Details an, aktualisieren, exportiert oder sogar löschen. Grafikansammlung auch zu den jeweiligen Design. Hier sieht man nochmal das Grafik. Dann sieht man, welche Datei das ist. Hier sind auf jeden Fall jede Menge PNGs. Ne, GIF-Dateien sind es. Müssen wohl anscheinend auch. Weil ich lese jetzt hier nur GIF-Dateien. Werde ich vielleicht mal testen, ob man auch PNG-Dateien, also als transparente Datei nimmt. Größenangaben speichern, wenn ja ausgewählt. Okay, dann wird das vergrößert dann wohl, wenn man hier den setzt. Achso, hier haben wir den zentralen Logo. Nach oben.de. Okay, wird nicht angezeigt. Ja, einfach so ein bisschen durchkommen, aber wichtig ist ja das Logo. Dass man hier schon mal sieht, welches Logo das hier ist. Gehen wir in den Wartungsmodus. Klar, wird wieder das Protokoll hier angezeigt. Man kann natürlich auch alles löschen. Dann wird alles gelöscht. Moderatorenprotokolle. Member-Protokolle und Fehlerprotokolle, das heißt, wenn irgendwie ein Fehler aufgetaucht ist, auf jeden Fall ab und zu mal in die Fehlerprotokolle mal reinschauen, ob es Fehler gibt, dann wird ausgelesen bzw. angesagt, ja, da und da hast du ein Problem. Dann haben wir die Backup-Funktion, das heißt, ja, was der Name schon sagt, können wir ein Backup als, ich würde immer empfehlen, als gzip, als gepackte Datei, auf dem Server speichern oder runterladen, einfach auf runterladen, alles markieren, absenden und dann wird das Backup runtergeladen. Ja, wiederherstellen. Es gibt bisher keine Einträge, klar, dann müsste man unter Backups auf Server komplett absenden.
Das heißt, wenn ihr irgendwelche Veränderungen vornehmt, am besten ein Backup vorher machen und dann unter Wiederherstellen sollte es jetzt angezeigt werden. Ja, da haben wir es. Anklicken, Wiederherstellung starten und dann wird das wieder wiederhergestellt. Unter System finden wir eigentlich ja, die Version 3.0.12, aktuellste oder neueste Version 3.0.12. Ja, dann haben wir hier wieder Spiderbots, Massen-E-Mail. Ja, hier haben wir die Spiderbots. Also bis jetzt auch noch kein Besuch. Klar, ist natürlich sowieso keine Aktivität. Massen-E-Mail, was sein Name schon sagt, kann man, ja, was wir in Teil 1, glaube ich, war das, glaube ich, in Teil 1? Ja, ich glaube in Teil 1, konnten wir einstellen, wie viele E-Mails gleichzeitig verschickt werden. Da hatten wir das Ding, glaube ich, auf 50 eingestellt. Würde ich natürlich auch auf 50, denken wir sagen, an alle Mitglieder, an die Administratoren zum Beispiel, nur an die Moderatoren, an die kürzlich registrierten Benutzer oder an die Registrierten, ja, oder an alle, denn wenn an alle die Nachricht verschickt. Ja, Betreff, sonstiges, dann kann man die Priorität niedrig, normal, hoch einstellen. Sofort senden kann man natürlich, muss man nicht. Gut, Sprachpakete, das heißt, wenn ihr andere Sprachpakete importieren wollt, werden sie hier mitgeliefert. Die findet ihr per FTP. Dann bitte den FTP. Unter Launch müsst ihr einfach die Sprachdatei auch ungepackt hier hochladen und dann auch hier wieder mit installieren. PHP-Info hat man schon mal. Meldung, Ablehnung, Gründe, Verwaltung. Kann man hier einstellen. Ja, Piraterie, Spam, bla bla bla. Das sind dann zum Beispiel die Ablehnung, Verwarnung, sonstiges. Module-Konfiguration für den Administrator. Sieht man hier, Styles, Wartung, kann man ja, Wartung bearbeiten, nach Bedarf und dann sieht man, ja, sieht man in Kategorien Module. Okay, da kann man in die Rechte, aber das lassen wir jetzt hier. Ja, und sonst war es das eigentlich. Ja, dann sind wir damit eigentlich durch. Ja, knapp 30 Minuten diesmal. Ich hoffe, das war nicht zu viel Information. Darum habe ich es auch gesplittert. Wäre auf jeden Fall über eine Stunde gegangen. Ich hoffe, diese Serie war euch hilfreich. Solltet ihr irgendwelche Probleme oder Anregungen oder Fragen dazu, phpMyAdmin, bitte ich euch darum, bitte einmal in die Kommentare posten. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen. Wenn ihr natürlich Kritik habt, bitte auch diesmal posten, um vielleicht beim nächsten CMS-System ein paar Verbesserungen, Vorschläge zu machen. Das heißt, dass ich es ändern werde. Ja, das war es eigentlich so von mir. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Bye bye. Euer Eis von Eis. Tutorials.